Ein herzliches Willkommen zurück zu Fall of Porcupine. Wir hatten in der letzten Folge einen schlimmen Albtraum und sind von der lieben Mia heute Morgen geweckt worden und müssen uns jetzt fertig machen für die Arbeit. Hier ist unsere Blume. Da bist du ja. Du stehst ja einfach so in deinem Topf, als sei nichts gewesen. Ich hatte eine ganz schön unruhige Nacht wegen dir. Aber du hast gut lachen. Du musst ja nicht zur Arbeit. Wenn ich heute Abend Strandsand in deinem Topf finde, gibt's Ärger. Ja gut, ich kann's verstehen. Während der Uni habe ich mit meiner Mitbewohnerin jeden Abend gespielt. In den 1-gegen-1 Wikingerkämpfen hat sie mich immer fertig gemacht. Ich dachte, ich kann mir ein paar Zockabende gönnen nach der Arbeit. Pustekuchen. Bisher ist die Kiste ausgeblieben. Ja gut, das kann ich verstehen. Wenn man in der Pflege arbeitet, dann ist man todmüde, wenn man nach Hause kommt. Huch, und plötzlich sind wir angezogen. Ja, das hätte ich auch gern. Ich habe einen Haufen Post bekommen, als ich hier eingezogen bin. Porcupine ist nicht groß, trotzdem war es irgendwie nett. Busfahrplan, Kulturbroschüre und ein Probeabo der Tageszeitung. Vielleicht werde ich ja mal zu einem Zeitungsleser. Dann kaufe ich mir so eine Brille, wie Ingrid sie hat. Sehr schön. So, was müssen wir noch machen? Habe ich was übersehen? Habe ich was vergessen? Hier können wir nichts anklicken. Und hier ist die Haustür. Aber wir können auch nicht rausgehen. Müssen wir vielleicht hier raus? Ah, da war das wahrscheinlich nicht die Haustür. War es vielleicht das Klo? So, da sind wir auf unserer Straße. Ich gehe erstmal nach links. Ich weiß, regulär geht man wahrscheinlich eher nach rechts. Guten Tag, wer bist denn du? Ein Bär. Wie süß. Generell alles sehr niedlich. Ich liebe den Zeichenstil. Manche haben eine Bäckerei in Laufweite. Oder einen Supermarkt. Ich habe einen Altkleidercontainer. Das ist doch auch praktisch. Schon. Da stimme ich dir zu. Wo geht's denn nach links hin? Wahrscheinlich eher nicht zur Arbeit. Aber ich will gucken. Ich will unbedingt mal gucken. Oh. Oh, da kommt ein fieser Geruch raus. Entweder steht dort schon seit Jahren das Wasser oder hier wohnt ein Gruselclown mit extra starkem Mundgeruch. Oh, dann gib ihm doch ein Kaugummi. Hier scheint jemand eine Angelstelle aufgebaut zu haben. Auf dem Campingstuhl liegt ein Zettel. Liebe Lesenden, Zeit und Ort sind zwei lose Fäden, die nicht immer zusammenfinden. Manche mögen es Schicksal nennen, ich nenne es Chaos. Ordnung, Leben. Und du, wie du gerade diese Notiz wahrnimmst, bist ein Teil davon. Schätze dich glücklich. Aber wehe, du setzt dich auf meinen Stuhl. Ich merke es sofort, wenn du dich auf meinen Platz setzt. Gruß F. Hm, scheinbar ist hier schon reserviert. Schade, ich hätte mich aufs Prinzip hingesetzt. Können wir ins Wasser springen? Nein. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder hoch. Ich würde sagen, wir gehen wieder hoch. So gehen wir hoch. Oh, was war das? Irgendwie schön, wie die Züge in der Ferne fahren. Ich bekomme immer selbst Fernweh, wenn ich einen Zug sehe. Oh, hier ist abgesperrt. Okay, hier kommen wir gar nicht durch. Da oben auch nicht. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Oder gehen wir diesmal mal rechts rum, würde ich sagen. Ich finde es schön, dass man hüpfen kann. Ich mag Spiele, in denen man hüpfen kann. Ich hüpfe dann zwar sehr viel und sehr sinnlos, aber ich hüpfe. Und das finde ich gut. Oh. Seitdem ich hier wohne, steht das Fahrrad hier. Also entweder wurde es hier vergessen, oder hier ist gerade keine Fahrradsaison. Eine Katze. Wenn es im Winter noch hier steht, werde ich es mitnehmen und aufpäppeln.
Das ist lieb. Oh, da oben steht ein Postbotenhund. Guten Tag. Guten Morgen, Finley. Spät dran? Hey, Susi. Ja, ich hatte eine unruhige Nacht. Verrückter Traum. Ah ja, sowas kenne ich. Ich träume in der Regel gar nichts. Manchmal träume ich aber, dass ich laufe. Einfach so auf der Stelle. Gott, bestimmt vor der ganzen Arbeit. Ich habe gehört, dass Louis Colbert auch gerade recht schlecht schläft. Er macht sich Sorgen um den Laden. Die Leute kaufen einfach nicht mehr so viel Briefpapier wie früher. Ich meine, mir soll's recht sein, da habe ich weniger zu schleppen. Bist du denn schon auf deiner Tour? Was denkst du? Ich bin schon fertig und überlege gerade, was ich zum Mittag essen soll. Zum Mittag? Du hast echt keinen besonderen Tagesrhythmus. Briefe können eben nicht laufen. Ich sollte das aber jetzt mal tun. Lass dich nicht aufhalten, verlauf dich nicht. Das passiert, wenn man die Stadt nicht so gut kennt wie ich. Okay. Haben wir eine Map? Ah, guck mal, wir haben Notizen. Über Susi. Susi ist die einzige Postbotin in Porcupine. Sie kennt alle, vielleicht sogar ein bisschen zu gut. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie ein wenig zu neugierig ist. Ach, meinst du? Dann gehen wir doch mal zur Arbeit. So. Oh. Da hängt ein Zettel. Leider kann der Bürgerbus bis auf unbestimmte Zeit nicht verkehren. Wir bitten um Ihr Verständnis. Sehen Sie es positiv. Zu den aktuellen Spritpreisen läuft es sich doch schon viel leichter. Wir hoffen, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Das kommt mir gerade recht. Wieso habe ich mir denn ein Monatsticket gekauft, wenn der Bus nur einmal im Monat kommt? Toll. Ist ja fast wie bei der Deutschen Bahn. Von hier komme ich zur Altstadt und zur Einkaufsstraße. Schon seltsam, was in einer kleinen Stadt als Einkaufsstraße durchgeht. Ich weiß nur, dass Pina dort ihren Laden hat. Ich sollte mir die Straße mal in Ruhe angucken, wenn ich frei habe. Aber die Altstadt verdient ihren Namen. Kleine, alte, schiefe Häuschen, das Rathaus, der Stadtbrunnen und natürlich das Gilberts. Die beste und einzige Kneipe in Porcupine. Und die allerbeste Sache, beide Wege führen aber zum St. Ursula Krankenhaus. Nice. Dann ist ja egal, wo wir langlaufen. Hey, Junge. Die Straße ist heute gesperrt. Ich kann dich hier nicht durchlassen. Sind Sie das auf dem Plakat? Warum ist die Straße gesperrt? Bauarbeiten. Wir bauen gerade. Steine, Holz, Stahl, Zement. Ah, verstehe. Das ist also Bauen. Yep. Jemand wie du versteht von sowas nichts. Okay, sind Sie das auf dem Plakat? Willst du mich beleidigen, Bürschchen? Nein, ich meine doch nur... Pass mal auf, ich stehe hier nicht zum Spaß. Und ich lass mich nicht von Grünschnäbeln wie dir von der Seite anmachen. Okay, tut mir leid, war ja nicht so gemeint. Das will ich aber hoffen. Der Typ auf dem Plakat sieht mir doch null ähnlich. Ja, Sie haben recht. Man müsste schon sehr blind sein, um sie mit dieser Person zu verwechseln. Sag ich doch. Ja, schon okay, ich suche mir einen anderen Weg. Ich bitte darum. Nee, also die sehen sich wirklich gar nicht ähnlich. Wie kam ich da drauf? Frech. So, dann gehen wir halt oben lang. Passt schon. Einmal durch die Altstadt. Gut. Wie süß, ein Mäuschen. Oh. Es ist so klar, dass man den Perlnebelwald von hier aus sehen kann. Ich mag diese morgendliche Herbstluft.
Schade nur, dass ich nicht mehr Zeit habe. Ich hätte nichts dagegen, mir einen Kaffee zu holen und hier zu frühstücken. Wäre schon eine schöne Aussicht auf jeden Fall. Wir haben aber auch einen langen Weg zur Arbeit. Das muss man ja mal sagen. Huch! Mein lieber Herr Gesangsverein, Sie sind aber flink zu Fuß. Werden Sie von einem rollenden Felsbrocken verfolgt? Guten Morgen. Nein, nein, ich bin nur zu spät. Zu spät also? Wissen Sie, mit jedem Jahre, das ins Land streicht, habe ich mich von der Idee entfernt. Von welcher Idee? Von der Idee des zu spät kommens. Sind Sie neu hier? Ich habe Sie noch nie gesehen. Ja, tatsächlich. Ich habe vor ein paar Wochen im St. Ursula Krankenhaus angefangen. Sie sind also Doktor? Ja, also fast. Ich bin Assistenzarzt. Das ist hervorragend. Leute wie Sie tun Porcupine gut. Mein Name ist Adele von Witterstein. Ich bin die älteste Mitbürgerin von Porcupine. Ich habe viele kommen und gehen sehen. Manche hatten es eilig. Manche sind bis heute geblieben. Aber Sie scheinen es eilig zu haben, Herr Doktor. Ja, aber nur, um zur Arbeit zu kommen. Flotten Füßen sollte man keine Steine in den Weg werfen. Aber wenn Sie mal etwas Zeit übrig haben. Ich weiß eine Menge über diese Stadt. Sie können mich jederzeit fragen. Ja, da komme ich sehr gerne drauf zurück. Danke für das Angebot. Sehen Sie es als meine Berufung an. Und jetzt Volldampf. Sonst sterben noch mehr Personen vor mir. Okay. Gut, was haben wir denn zu Adele notiert? Adele von Witterstein, anmutig, elegant, exzentrisch. Ich habe sie heute Morgen auf dem Marktplatz kennengelernt. Huch. Sie scheint eine Menge über die Geschichte von Porcupine zu wissen. Ich war noch nie sonderlich an Geschichte interessiert, aber ich möchte ein wenig über meine neue Heimat lernen. Wenn ich etwas Zeit habe, sollte ich wieder mit ihr sprechen. Unbedingt. Die war sehr sympathisch. Huch, was haben wir hier? Ein Menü? Das ist das Gilberts. Hier kann man ganz gut hingehen. Man hat aber auch eigentlich keine Alternativen. Ich werde mich bei Zeiten mal wieder hier blicken lassen. Guten Morgen, Giuliano. Lange nicht mehr gesehen, Finley. Ja, ich lag eine Weile flach. Ich seh's. Dein Pflaster hat dich verraten. Ist denn alles in Ordnung? Ich komm klar, ja. Da bin ich mir sicher. Wenn du die Beule mit einem kalten Getränk kühlen willst, bist du jederzeit hier willkommen. Danke, Giuliano. Ich komme gerne mal wieder vorbei. Okay, zu Giuliano haben wir uns auch was notiert. Was haben wir denn da notiert? Darf ich oben anfangen, bitte? Darf ich nicht oben anfangen. Okay. Darf ich vielleicht jetzt oben anfangen? Nein, es scrollt immer runter. Okay. Ihm gehört auf jeden Fall das Gilberts. Die einzige Kneipe in Porcupine. Ich war schon ein paar Mal hier und hatte meistens einen guten Abend. Es kam aber mal zu einer Auseinandersetzung mit einem gewissen Ralf. Aber solche Zankereien gehören wohl zum Alltag des Kneipenwirts. Er ist die Ruhe in Person. Sehr schön. Da ist wieder Adele. Und wir rennen am Marktplatz vorbei am Brunnen. Das ist der große Stadtbrunnen. Er zeigt Ninoslav Honoratus, Gründer von Porcupine. Was ist los, Nino? Warum läuft das Wasser nicht? Scheint kaputt zu sein. Ja, blöd. Das ist nicht so gut.
So. Ich glaube, wir sind gleich am Krankenhaus. Wir haben es gleich geschafft. Ein Wohnwagen. Dieser schrottige Anhänger stand noch nicht hier, als ich das letzte Mal zur Arbeit gegangen bin. Er ist auch abgeschlossen. Verdächtig. Was verbirgst du, alter schrottiger Anhänger? Vielleicht ein Schatz? Wurde in dir eine Leiche beseitigt? Oder vielleicht 10 Leichen? Trägst du eine supergeheime Alien-Technologie in dir? Bist du das Alpha und das Omega? Die Antwort auf die Fragen des Universums? Los, gib deine Geheimnisse preis. Bisschen dramatisch schon, ne? Oh, nein, ich will da hoch. Nein, ich will da hoch. Ja. Ich möchte hier mal gucken. Weil da unten wäre nämlich gar nichts gewesen. An dem Baum ist eine Tafel. Diese alte Rinde steht seit der Gründung der Stadt Porcupine hier. Ninoslav Honoratus, Gründer von Porcupine, hat ihn eigenhändig gepflanzt. Er war bekannt dafür, gerne viele Dinge zu verlegen und zu verlieren. Nach einer 100-tägigen Wanderung hat er diesen Ort erreicht. Er gründete die Stadt und baute sich ein Haus. Und an dem Tag, an dem er einziehen wollte, hat er seinen Schlüssel verloren. 40 Tage später fand er sie an dieser Stelle. Das hätte euch sein können. Ja. Das klingt tatsächlich auch sehr gut nach mir. So, hier ist ein Schild. Zum St. Ursula Krankenhaus geht es hier lang. Na prima, da sind wir ja richtig.